Hallo und herzlich willkommen im Wald. Im Schwarzwald. Fast ganz oben. Also Nordschwarzwald, fast ganz oben. Ja, heute geht's, beziehungsweise in all diesen Folgen dieses Thema betreffend, geht es um den Lotharpfad. Ich bin hier heute Morgen, jetzt ist Mittag, angekommen und wollte da eigentlich auch schon eine Einführung machen. Da war es aber noch so kalt und so windig, dass ich einfach im Prinzip nicht draußen reden konnte, habe das Ganze dann im Auto gemacht. Das war ein bisschen suboptimal. Daher jetzt nochmal quasi hinterher, nachdem ich eigentlich alles andere fertig habe, die eigentliche Einführung zu meiner Lotharpfad-Reihe. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Das sind jetzt ein Haufen Videos zu einem fast einen Kilometer langen Weg, auf dem ich versucht habe, so na, vielleicht sogar 3% meines Waldwissens euch zu erklären. Oh, jetzt gibt da an. Ja, 5%. Egal, worauf ich hinaus will. Das Ganze ist ein bisschen harter Tobak, deshalb habe ich es auch in verschiedene Teile gesplittet, sonst wäre es ein sehr langes Video. Und ist halt einfach quasi eine Führung zum Wald, die ich auch tatsächlich mit real vorhandenen Leuten und nicht nur mit der Kamera, in die ich da die ganze Zeit reinquatsche, gemacht habe, als ich hier als Praktikant tätig war beim örtlichen Naturschutzzentrum. Ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ja, jedenfalls, ich habe seitdem auch noch ein bisschen was dazugelernt und habe jetzt also nochmal ausführlicher als das mit einer normalen Wandergruppe, die man da halt eben dabei hat, alles erzählt und erklärt, was es da auf dem Weg so zu sehen gibt. Und was jetzt halt eben noch fehlt, beziehungsweise was ihr vorweg jetzt erstmal wissen müsst, ist, was ist der Lotharpfad? Lothar war ein Orkantief, das enorme Schäden hier in der Region angerichtet hat. Hier in der Region meint den Schwarzwald, französische Seite, die Vogesen größtenteils und halt eben dann nochmal in der Schweiz, auch da enorme Schäden verursacht. Ich hoffe, man kann mich mit dem Wind einigermaßen verstehen. Es gibt halt hier oben im Hochschwarzwald kein Plätzchen, wo nicht ein bisschen Wind geht. Ist echt aussichtslos. Ich habe mich hier extra schon in den Wald gehockt, aber naja. Ja, jedenfalls wahnsinnige Schäden angerichtet, dieser Sturm. Es sind dabei sogar 120 Menschen ums Leben gekommen, insgesamt. Und vor allen Dingen Geld ist halt enorm viel vernichtet worden und auch eine gewaltige Waldfläche. Aber vielleicht könnt ihr es euch mehr vorstellen, wenn ich es einfach als Geld klassifiziere, den Schaden. Es sind zunächst mal versicherte Schäden von etwa 3 Milliarden Euro entstanden. Also sprich, Schäden an irgendwas, was versichert ist, wo man dann hinterher die Versicherungssumme, die insgesamt an Schaden entstanden ist, zusammenzählen kann, kommt dann eben auf diese rund 3 Milliarden, so ganz grob. Aber in Wahrheit ist natürlich noch viel mehr Schaden entstanden, weil die ganzen Bäume, die umgefallen sind, also die Forstwirtschaft, forstwirtschaftlichen Schäden, die sind gar nicht klassifizierbar in dem Sinne, weil Bäume nicht gegen Windwurf versichert sind. Beziehungsweise, wenn eine Versicherung das machen würde, dann nur zu so hohen Kosten, dass das kein Mensch sich leisten könnte und es würde überhaupt keinen Sinn machen. Demzufolge sind also all diese Verluste, die die Forstwirtschaft erlitten hat, nicht mit drin. Jetzt kann man sagen, naja gut, ist ja egal, ob die Bäume jetzt umgeweht werden. Kann man das Holz ja trotzdem. Ist richtig, aber dadurch, dass die Bäume umgeweht werden, geht das Holz erstens mal so richtig schön kaputt, weil einfach der Stamm so splittert, bis weit, weit hoch, dass man das untere Drittel des Stamms gleich mal grundsätzlich abschneiden kann und verschenken, in Anführungszeichen. Oder ganz, ganz billiges Brennholz draus machen. Damit verliert man schon mal einen Riesenhaufen Geld zu einem Stammstück, das sonst bestimmt 300-400 Euro wert gewesen wäre und so für maximal 100 Euro als Brennholz rausgeht, wenn es gut läuft. Dazu kommt dann noch, dass man eben eine enorme Menge an Holz gleichzeitig am Anfallen hatte. Das heißt, das Angebot an Holz war damals viel, viel, viel größer als die Nachfrage, was den Preis halt enorm in den Keller hat fallen lassen. Und der Holzpreis ist so eine Sache, wenn der mal im Keller ist, dann bleibt er da erstmal ein paar Jährchen.
zumal diese gewaltigen Holzvorräte, die dann halt einfach überall rumlagen, wirklich lange gebraucht haben, bis sie auch verkauft waren. Da konnte man dann immer noch billiges Holz kriegen und jeder, der irgendwie anderweitig mal Holz eingeschlagen hat in Bereichen von Deutschland, wo der Sturm gar nicht gewütet hat, hat sein Holz auch nicht verkaufen können, beziehungsweise nur zu super billigen Preisen, weil wir hier am Schwarzwald noch massenhaft Holz rumliegen hatten, was keiner haben wollte. Und das eh viel billiger zu haben war, als wenn jetzt meinetwegen, keine Ahnung, der Bayer im Bayerischen Wald auch noch mal ein bisschen was eingeschlagen hat, egal wie gut die Qualität dann auch war. Die Stammstücke, die nicht gesplittert waren, waren ja dann auch in Ordnung. Also es ist auch gutes Holz immer noch vorhanden gewesen durch diesen Sturm. Gerade aber eben dieser Verfall des Holzpreises durch dieses Überangebot an Holz ist das, was viel schwere Schäden im Bereich von Geld angerichtet hat. Und zwar in Gesamtdeutschland war halt einfach der Holzpreis im Keller war. Da kam es dann durchaus mal vor, dass man so ungefähr nur die Hälfte von dem gekriegt hat, was man zum Beispiel jetzt bekommt. Jetzt aktuell ist der Holzpreis gerade relativ hoch. Damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, ein Kubikmeter Fichtenholz, so ungefähr, ne, ist derzeit so mit durchschnittlich 100 Euro zu verhökern. Entsprechend andere Baumarten, entsprechend teurer, billiger, das ist so jetzt das Durchschnittsding. Also das kann man sich auch ganz gut merken, ne? 100 Euro, ein Klotz Holz. Und damals ging sowas dann halt eben für 50 Euro oder teilweise noch weniger weg. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Schaden da entstanden ist. Und das Ganze ging eben über Jahre, bis der Holzpreis wieder sein ein gutes Niveau erreicht hatte, so wie es jetzt halt eben der Fall ist. Das war so der Hauptschaden bei der Sache. Was muss man noch zum Sturm sagen? Ja, Windgeschwindigkeiten waren bis zu 271 km/h, die gemessen wurden. Es kann also durchaus noch sein, dass irgendwo kleinräumig, und davon kann man eigentlich fast aussehen, wenn man ausgeht, wenn man sich teilweise mal anguckt, was für Bäume da umgeschmissen wurden, dass es kleinräumig nochmal stärkere Böen gegeben hat. Da ist dann irgendwann auch schon egal, was für eine Baumart dasteht, ob das jetzt nun die sturmlabile Fichte ist oder eine Eiche, die an sich eigentlich wirklich ein super stabiler Baum ist, der kaum umzuwerfen ist. Bei Windgeschwindigkeiten von fast 300 km/h fällt alles. Da ist dann wirklich kein Halten mehr. Damit ihr euch das auch nochmal vorstellen könnt, ein gutes Zelt hält bis 70 km/h dem Windstand. Ein richtig, richtig gutes Zelt hält 110 km/h Windgeschwindigkeiten aus. Da gibt es noch so ein paar Expeditionszelte, die sind auch stabil, aber das ist egal. Also nur damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wenn es so richtig, richtig, richtig stürmt und ihr mal im Zelt übernachtet habt. Das Schlimmste, was ihr jemals erlebt habt, das war so ein Drittel von diesem Sturm ungefähr. Also nur so als kleiner Wink mit dem Zaunfall, wie das ungefähr ausgesehen haben könnte. Jawohl. Nach diesem Sturm lag hier also in Baden-Württemberg alles voller Holz. Und wir hatten das Problem, was machen wir jetzt all mit all diesen Flächen? Die Aufräumarbeiten sind auch unglaublich teuer in solchen Situationen, weil A, muss man das Holz ja irgendwie dann auch nochmal abtransportieren. B, ist das deshalb so schwierig, weil das alles wild durcheinander liegt und da keine Ordnung herrscht. Normalerweise, wenn wir Holz einschlagen, geplant, dann legen wir das schön der Reihe nach schön nebeneinander, damit man es relativ einfach abholen kann und schön auf dem LKW deponieren und ins nächste Sägewerk fahren. Ist A sinnvoll, weil billig, und B sinnvoll, weil da kann kein großer Unfall passieren. Unfälle mit Holz, mit so einem tonnenschweren Stamm, sind eigentlich immer tödlich. Naja, nicht immer, aber ist auf jeden Fall eine Gliedmaße weg. Von daher, Unfälle im Forstbereich sollte man tunlichst vermeiden. Arbeitssicherheit wird bei uns extrem hoch geschrieben und das ist einfach lebensnotwendig. Nach wie vor ist es übrigens so, dass die Forstwirtschaft der gefährlichste Beruf überhaupt ist. Also Baumfäller, in Anführungszeichen, ist tatsächlich der gefährlichste Beruf der Welt. Weiß auch kaum jemand, ist aber so. Soldat ist vergleichsweise harmlos, also wenn man die Kriege nicht mitrechnet, dann wäre es vielleicht was anderes. Insbesondere wenn man dann auch die Kreuzzüge mitrechnet und solche Späße, dann sieht es vielleicht wirklich anders aus. Aber von den zivilen Berufen mindestens, da ist der Forstwirt, derjenige, der die Bäume fällt, der gefährlichste Beruf überhaupt. Und wenn jetzt diese Bäume eben so Mikado-artig durcheinander liegen, dann stehen die Stämme auch noch unter Spannung. Wenn man da also irgendwo absägt, kann es sein, dass einem zwei andere Stämme ins Gesicht springen. Und solche Sachen. Das ist jetzt keine Übertreibung, das kann wirklich passieren. Und es ist unglaublich schwer abzuschätzen, wo man denn jetzt nun sägen muss, ohne dass das Ganze in der Gegend rumhüpft.
Daher unglaublich gefährliche Sache, wahnsinnig aufwendig, sowas aufzuräumen. Und das zieht sich lange, lange, lange hin und ist einfach ein wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe damals im zarten Alter, das ich damals hatte, auch tatsächlich ein Praktikum als Forstwirt gemacht, also derjenige, der die Bäume fällt. Und habe ein kleines bisschen sogar auch beigeholfen, mit dabei, und habe ein kleines bisschen dazu beigetragen, diese Schäden, die durch den Sturm Lothar entstanden sind, wieder aufzuräumen, worauf ich so ein ganz kleines bisschen auch stolz bin. Natürlich war mein Beitrag mini, aber immerhin, ich habe was getan. Ja, ja, so war das damals. Und die Alternative eben zum Sturmfläche aufräumen, was mit einem riesen Aufwand einhergeht, zumal man nach dem Aufräumen dann noch neue Bäume pflanzen muss, dachte man zumindest damals, dass man das muss. Teilweise hat man es auch nicht getan und siehe da, sind trotzdem welche gekommen. Aber man dachte doch auf den Großteil der Fläche, dass man dann noch irgendwelche Ergänzungspflanzungen machen muss und das auch wahnsinnig teuer war. Also die ganze Geschichte hat so richtig, 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 richtig Geld gekostet, also 5 Milliarden allein im Forstbereich. Könnte ich mir schon vorstellen, Gesamtfläche, die durch den Sturm betroffen war, also inklusive Schweiz und Frankreich, wobei es keine genaue Zahl gibt. Das ist jetzt meine Spekulation. Wenn ihr anderer Meinung seid, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Der Lothar-Pfad jetzt also, nochmal zurück zu dem, wo es eigentlich drum geht, ist eben eine solche Sturmwurffläche, wo Lothar alles platt gemacht hat. Aber im Gegensatz zu den anderen Flächen hat man da gar nicht erst versucht, großartig aufzuräumen, sondern hat von vornherein gesagt, okay, so Sturmwurffläche haben wir jetzt genug, alles aufräumen können wir eh nicht, dann geben wir doch ein kleines Teilchen davon dem Naturschutz. Und der Naturschutz hat sich natürlich dankend dann um die Fläche gekümmert und hat Folgendes gemacht, nix. Naja, nix ist jetzt natürlich auch wieder nicht richtig. Genau genommen haben sie einen schönen Bohlenweg da durchgebaut und eine Touristenattraktion mehr oder weniger draus gemacht. Damals wusste man noch nicht, dass es dann mal irgendwann Nationalpark Schwarzwald geben wird. Vielleicht hat der ein oder andere vermutet, aber jedenfalls sicher war nix. Und die Folge ist, jetzt gibt es den Nationalpark Schwarzwald. Seit circa 15 Jahren gibt es den Lothar-Pfad. Und seit es den Nationalpark gibt, ist der Lothar-Pfad so richtig schön überlaufen. Deshalb bin ich heute Morgen auch ziemlich früh hier angekommen, um das Ding noch in einigermaßen Ruhe erkunden zu können. Die war dann auch irgendwann vorbei, wie ihr dann in den späteren Teilen der Reihe sehen werdet. Und jawohl. Der Lothar-Pfad ist jetzt also so eine Art Anschauungsobjekt, wie ein Wald aussieht, nachdem er umgefallen ist und ganz ohne Zutun des Menschen wieder aufwachsen darf. Und das Ganze ist eben aktuell 15 Jahre her. Besonders spannend ist der Lothar-Pfad für mich, weil ich ihn ja, als er entstanden ist, als er gegründet wurde, angeguckt habe und seitdem eigentlich fast jedes Jahr mindestens einmal hier oben war, um mir den Lothar-Pfad anzugucken, wie er denn jetzt ausschaut. Und das ist schon richtig, richtig interessant. Ich gucke mal, dass ich euch noch ein paar Bilder dann irgendwie dazu beibringe, wie der früher ausgesehen hat, damit ihr mal so einen Vergleich habt, jetzt und vor 15 Jahren. Aber das kommt dann auch nochmal in den späteren Teilen von dem Video irgendwie nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Und ich gehe auf all so ein Zeug sowieso nochmal ein und brauche jetzt hier nicht ewig lange rumlabern. Ihr wisst jedenfalls jetzt, was es mit Lothar auf sich hat. Den kann man ansonsten auch googeln. Den Lothar-Pfad kann man ansonsten googeln. Und den Nationalpark Schwarzwald, da fange ich jetzt gar nicht erst an, irgendwas zu erzählen, weil das ufert sonst ins Bodenlose aus. Die ganze Geschichte ist ohnehin schon lang genug. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn ihr mit dem ersten Teil nicht so ganz zufrieden seid, nehmt es mir bitte nicht übel. Der ist so, naja, ich muss mich ja auch erstmal einlabern. Wenn ich dann erstmal richtig am Labern bin, dann klappt es mit dem Labern auch besser. Guckt euch dann in dem Fall, wenn ihr den ersten kacke findet, vielleicht den zweiten nochmal ganz kurz an. Dann könnt ihr immer noch entscheiden. Das ist alles blöd, der Typ hat keine Ahnung. Wenn ihr übrigens feststellt, dass ich keine Ahnung habe, dann habt ihr keine Ahnung, weil ich habe das ganz lange studiert und habe Ahnung. Punkt. So. Sorry. Jo, wie gesagt, viel Spaß und die anderen Teile findet ihr dann im Folgenden hier irgendwo verlinkt und aufgelistet. Jawohl. Und die ganzen Autos im Hintergrund liegen daran, dass der ganze Lothar-Pfad an der Schwarzwald-Hofstraße liegt. Und die Schwarzwald-Hofstraße gerade bei gutem Wetter extrem befahren ist, weil allein schon die Fahrt auf der Schwarzwald-Hofstraße schon sehr schön ist und man da tolle Landschaftsbilder sehen kann vom Auto aus. Ob das jetzt sinnvoll ist, dafür extra Auto zu fahren, nur um schöne Bilder zu sehen von der Landschaft, wage ich zu bezweifeln. Ich fahre hier lieber hoch, um
ein bisschen spazieren zu gehen. Aber gut. Viel Spaß, macht's gut, ciao.